Wir sind hier im Hafen von Key West in Florida. Wir sitzen da gemütlich und sehen einen Kreuzfahrtschiff zu, das gerade ablegt. Das ist ein Kreuzfahrtschiff der Reederei Carnival. Das Schiff heißt Carnival Freedom. Und die Fahrt geht wohl hier von Key West weiter in die Karibik zu den Cayman Islands. Das ist schon ein Riesenschiff, sehr gewaltig. Vor allen Dingen, wenn man da vorsteht und sich das ansieht. Da möchte man schon ganz gerne mal mitfahren. In Key West selbst ist ein wunderschöner Ort. Allerdings zurzeit sehr warm, 30 Grad. Also in der Sonne hält man es so gut wie gar nicht aus. Da kann man nur im Schatten sitzen. So wie die beiden hier im Bild. Und irgendwas trinken. Das ist das einigermaßen auszuhalten. Lange Spaziergänge kann man vergessen. Ja, und hier haben wir wenigstens eine halbe Stunde. So lange geht jetzt hier dieses Video nicht. Aber eine halbe Stunde dem Schiff zugesehen, wie das ablegt. Das ist schon sehr interessant und ich nehme an, dass diese Kaffeebesitzer hier auch immer ganz froh sind, wenn so ein Kreuzfahrtschiff ankommt. Einmal wegen der Gäste und auch, weil es eben eine Attraktion ist. Wie eben für uns auch. Und vielleicht geht unsere nächste Reise auch mal mit einem Kreuzfahrtschiff so in Richtung Karibik. So eine Art Inselhopping, also so verschiedene karibische Inseln anfahren. Und zum Strand gehen oder Besichtigungen vornehmen, je nachdem, was da angeboten wird. Das ist allerdings, so wie ich gesehen habe, nicht so ganz billig. Da muss man schon einiges anlegen. Aber das ist heute schon billig. Nur mal gucken, wie die Entwicklung weitergeht. Ja, hier ruht man sich nochmal eben aus. Und dann geht es auch wieder weiter in das nächste Restaurant. Zum Wasser trinken. Oder Cola.